Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Assassin's Creed Origins. Wir haben uns das letzte Mal mit Nebenbeschäftigungen aufgehalten. Und sind immer noch daran. Wir befallen jetzt mal dieses eine Lager, in dem ich hier bin. Wir haben es größtenteils bisher schleichend geschafft. Durch gute Vorausplanung. Wir versuchen natürlich weiter schleichend zu schaffen. Sehr schön. Das Problem ist, der Typ da unten, der wird mich sehen. Oder? Ah, nee, der Typ sieht mich. Wow. Ihr seht mich nicht. Und tschüss. Trottel. Und der klappt zusammen. Den verließen die Kräfte. Da vorne ist ein Hauptmann. Hallo, Herr Hauptmann. Oh, lol. Abschauen. Wertlos. Axe to face. Ui. Axe to balls. Das war's. Stirb. Oh, lol. What? Au. So, und einmal so und einmal so. Wow. Was? Leuchtfeuer entzündet? Ich hab das doch manipuliert. Nein, ich reiß sie dir raus. Komm mal her, du. Na? Bam. So. Dann machen wir es jetzt halt mal ein bisschen flotter. Siehst du? Nicht true! Et non movere!
So, zack. Wenn Verstärkung unterwegs ist, kümmere ich mich mal ein bisschen flotter um euch. Da oben ist ein Schatz. Dann hängen wir nicht mehr die ganze Folge hier drin. Ist doch auch was. Warum nicht einfach drunter schubsen? Ups. Komm her, du. Ah, da drüben ist der Schatz. Warte mal. Doch, Tatsache. Ach, warum ist es hier so weitläufig? Munition ist voll, alles klar. Habt ihr hier irgendwo noch was Cooles? Da vorne ist ein Schatz. Ich habe einen Schatz gefunden. Auf der anderen Ebene. Wir bewegen uns auf völlig anderen Ebene. Ja, Bike, runter hier. Hallo? Ampelius, mein Geliebter. Ich verzehre mich nach deinen Küssen auf meinem Körper, deinen Händen auf meiner Brust. Ich werde sie dir mit Zinsen zurückzahlen. Mein törichter Ehemann ist bei seinem Vater. Triff mich bei Nacht im Keller der Festung. Wir begleichen unsere Rechnungen auf die spezielle Art, die du mir beigebracht hast. Deine geheime Geliebte Citri. Hure. Okay, 5 und 6 habe ich. Da vorne ist der 6. Komm mal her, du. Wow. Und zack. Der wird, glaube ich, sein blaues Wunder erleben. Ich glaube, der rennt zum verseuchten Leuchtfeuer. Oh lol, aua. Hallo, Herr Hauptmann. Ha! Idiot. Hallöchen. Ja, weiter zurück geht's nicht, ne? Scheiße, wa? Ort beendet. Und raus. Gut, danach gehen wir jetzt mal auf den Berg hoch. Runter hier. Uns mal das Pferd und fahren zur eigenen Markierung. Nee. Okay,
Die Markierung verläuft sinnvoll. Alles klar. Bin er jetzt schon ein bisschen geschädigt. Einfach dadurch, dass beim Erkunden Zentralägyptens die Markierung teilweise echt vollkommener Käse war. Haben wohl nicht damit gerechnet, dass irgendjemand das benutzt. Beziehungsweise, dass irgendjemand dieses Gebiet erkundet. Ist es Nebel oder ist es Rauch? Na, Lager? Kirbo? Geil, Mist. Moment, Ausrüstung. Oh Scheiße, ich habe keine Pfeile mehr. Kommt dieser blöde Vogel zurück? Nee, da hat sie verpisst. Ja, warte ich kurz hier die Zeit ab. Geiernester zu plündern, finde ich ein bisschen dumm. So, erledigt. Ort beendet. Was ist das da links, mein nächstes Ziel? Und rüber da. Das sind halt auch so Orte, bei denen ich ein bisschen weniger die Sorge habe, dass ich da nochmal hinrennen müsste. Deswegen, wenn ich schon mal auf dem Weg hier einmal durch das Sinai-Gebiet bin, nehme ich das da auch noch mit. Aber ich mach's bei Tag. Irgendwie, ja, bei Tag sieht man mehr. Dadurch, dass es ja hier eigentlich alles optional ist, bezweifle ich, dass wir das so großartig dann nochmal erkunden werden. Weil in Zentralägypten, da waren wir ja immer wieder unterwegs mit Hauptmissionen, Nebenmissionen und allem. Ne? Aber hier werden wir hier, denke ich, nicht nochmal unterwegs sein. Und wenn doch, ist auch nicht schlimm. Banditenlager? Oh oh. Miet. Es gibt bestimmt einen einfachen Weg, da hochzukommen. Aber statt den Weg zu suchen, der uns außen rum führen könnte, nehme ich den direkten Zugang. Clipping! Wuhu! Ja, da haben die hier im Sinai komplett gepennt, oder? Ja, Steam, du musst nicht aufklappen, wenn ich meinen Controller trenne. Genauso Uplay. Ich habe einen Controller ausgemacht, damit er vernünftig laden kann, ohne dabei Strom zu verbrauchen. Ein Ort zum Ausruhen.
Ah, da habe ich jetzt wohl einen schönen Aufstieg verpasst. Schade. Ich mag diese abgeschiedenen Lager. Ich habe herausgefunden, dass wenn düstere Gedanken mich plagen und der Geist von Set in meinen Träumen erscheint, ein Nachmittag der Meditation angesichts der endlosen Landschaft den Geist von Osiris in meinen Ka bringt. Dann sind Ka und Ba wieder im Gleichgewicht. Ja, das ist schon schön hier. Wenn es nicht so stauben würde. Ich versuche aber den Weg hier so weit wie möglich runterzunehmen. Also den ursprünglichen Weg. Ah, wie gesagt, ne? Wäre einfacher gewesen. Ja, da ist der Zugang. Schade. Dann auf zum nächsten interessanten Ort. Ja, ich weiß auch, wir haben gesagt, wir machen zuerst die ganzen Missionen und erkunden dann die Gebiete, aber ach, mir ist gerade nach Erkunden. Mir ist gerade danach, hier die ganzen Nebensächlichkeiten abzuhacken und dann die Hauptsachen zu machen. Zumal ich auch bezweifle, dass ich so Bock drauf hätte, wenn ich den DLC abgeschlossen habe. Dass ich dann hier nochmal alles großartig erkunde. Neuer Ort entdeckt. Hyänenbau. Volltreffer. Und noch ein Treffer. Und noch ein Treffer. Und noch ein Treffer. Das tut mir ja schon leid um die Hyänen, ne? Das sind eigentlich ganz süße Tiere, finde ich. So, den interessanten Ort, da machen wir noch. Das heißt, im Notfall überziehe ich heute wieder ein bisschen. Und dann kannst du mal nicht kentern, Bayek. Ich habe hier gerade ein Bötchen gefunden. Das möchte ich auch behalten. Den Ort, da machen wir noch auf der Insel. Ein Krokodilsnest oder so. Ne, wieder was Versunkenes. Duat-Insel. Schön. Muss sagen, also ich denke, das ist Nebel hier, der über dem Wasser liegt. Es wirkt recht kühl hier. Auch mit dem ganzen Schatten durch das Gebirge da überall. Wirkt insgesamt recht kühl hier. Sehr angenehm. Komm, wisst ihr was?
Wo ist mein Telefon? Da. Wir sind ja jetzt sowieso am Ende der Folge doch angekommen. So. Ort hinzufügen. Sinai. Sinai-Halbinsel. Boah, 14, 15 Grad haben die da gerade. Bis Donnerstag 22 Grad Maximum. Also gut, die haben ja auch gerade Winter dort, aber... schon nicht allzu warm. Da ließe es sich vielleicht aushalten. Oh nein, habe ich hier echt einen Ort verpasst. Gut, dann nehmen wir den beim nächsten Mal mit. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.